Wobei man auch sagen muss, Corona hat ja auch positive Seiten gehabt. Ja, also beispielsweise für die Umwelt. Ja, die Umwelt hat sich gefreut über die Lockdowns. Ja. Das werde ich meinen Kindern später mal sagen. Es war nicht alles schlecht im Lockdown. Immerhin hat er die Autobahnen freigemacht. Und wir Deutschen, wir haben das erste Mal überhaupt unsere eigenen Klimaziele eingehalten. Dank Lockdown. Also klar, es gibt trotzdem noch Probleme mit dem Klima, logisch. Ne? Also Überschwemmungen in der Eifel, schmelzende Polkappen. Ja, das ist tragisch. Wussten Sie das, dass Wissenschaftler ausgerechnet haben, dass ein Flug von hier nach San Francisco und zurück, der lässt exakt 5 Quadratmeter arktisches Eis schmelzen. Ja, das ist unangenehm. Ja? Noch unangenehmer ist, die 5 Quadratmeter, die gelten jetzt nicht pro Flugzeug, sondern pro Fluggast. Ja. Also noch unangenehmer wäre es höchstens, wenn, weiß ich nicht, wenn auf Ihren 5 Quadratmetern noch so ein Eisbär steht. Sie Mörder. Ja, denn das wissen viele gar nicht. Eisbären können schon schwimmen, aber nicht ihr ganzes Leben lang. Ja. Na, ich bin doch Teil der Generation, die ihren Kindern später mal erklären wird, dass die Inuit über 100 Wörter haben für Wasser. Klar. Also sonst wird es ja auch langweilig am Nordpol. Ich meine, stellen Sie sich vor, am Nordpol, man spielt da sowas wie ich sehe was, was du nicht siehst. Und der eine Inuit sagt, ich sehe, sagt der andere Inuit, Wasser. Das wäre ja langweilig. Ja. Schwimmen die Inuit? Da ergibt dann ja auch so ein Markenname plötzlich Sinn. So ein Markenname wie Captain Igloo. Ja. Alles hängt mit allem zusammen. Alles auf der Welt ist vernetzt. Das heißt, wenn am Pol das Eis schmilzt, dafür fallen dann am Äquator die Bäume. Ja. Gefällt von Landmaschinen der Marke Caterpillar. Sagt ja schon das alte Sprichwort der brasilianischen Ureinwohner. Des Regenwalds Apartakiller ist jedenfalls der Caterpillar. Und was uns Deutschen unsere Teakholzgartenstühle, das waren ja für viele indigene Völker die Bretter, die die Welt bedeuten. Also bedeutet haben. Deswegen nimmt er jetzt die Artenvielfalt ab. Aber das macht nichts, dafür nimmt die Farbenvielfalt zu. Ja, na klar, überlegen Sie mal. Die grüne Lunge des blauen Planeten sieht rot. Und wir schwarz. Für Sie. Ja, da könnte man jetzt was unternehmen, aber das wäre auch wahnsinnig aufwendig. Und eigentlich diskutieren wir sowieso lieber, ob der Klimawandel denn eigentlich überhaupt menschengemacht ist. Wer weiß. Vielleicht ist der Klimawandel ja auch nur ein ganz natürlicher Bestandteil der Apokalypse. Wir diskutieren noch immer, ob es etwas gibt, das längst unser Leben bedroht. Das ist doch evolutionär gesehen auch völlig absurd. Also unsere Vorfahren, wenn die einen Säbelzahntiger gesehen haben, was haben die gemacht? Die sind weggerannt. Ja, wir heutzutage, wir würden seelenruhig sitzen bleiben und sagen, naja, also die Bekannte der Schwägerin meiner Arbeitskollegin, die hat in einer Facebook-Gruppe gelesen, es gibt überhaupt keine Säbelzahntiger. Aua, jetzt hat er mich gebissen. Dabei haben wir es eilig. Wissenschaftler sagen, wenn wir so weitermachen, dann steigt die CO2-Konzentration in der Atmosphäre. Und das sagt sich so, die CO2-Konzentration steigt, aber die steigt ja nicht nur oben, sondern auch unten. Also bei uns, an der frischen Atemluft. Wissenschaftler sagen, im Jahr 2100 wird so viel CO2 in der Luft sein, dass wir nur noch 80% unserer mentalen Kapazität ausschöpfen können. Ja. Das heißt, die Probleme werden immer größer, aber das macht nichts, denn wir werden ja auch immer blöder. Und da stelle ich die kühne Frage, können wir dann überhaupt noch was gegen den Klimawandel unternehmen? Ich meine, wenn einem 20% mentale Kapazität fehlen, wer weiß schon, wie das ist? Sicher Christian Lindner, aber wer sonst? Da muss jetzt etwas unternommen werden. Gott sei Dank wird ja auch was unternommen. Noch die alte Bundesregierung hat ja sogar ein Klimapaket auf den Weg gebracht. Oh, haben sich da auch so gefreut wie ich. Ein Klimapaket. Da haben wir gesagt, jetzt geht's aber auf in die grüne Zukunft. Ne? Also bis dann ein namentlich nicht genanntes, ein anonymes Mitglied der alten Bundesregierung, wir wissen nicht, wer es war, gefragt hat. Wie wird so ein Klimapaket eigentlich frankiert. Oh, und da war klar, Geld fürs Porto hat man gar nicht. Deswegen wurden so ein paar Maßnahmen rausgenommen und man hat ein Klimapäckchen geschnürt.
War immer noch zu teuer. Also hat man noch mehr raus. Es wurde eine Warensendung, ein Frachtbrief. Bitte ein Brief. Aber eine Postkarte, machen wir sie. Aber eine schöne Postkarte. Ja, vorne drauf das Bild von sonnigen Sandstränden, Palmen, Meer. Und drunter steht Garmisch-Partenkirchen 2050. Ja. Nur Geld für die Briefmarke hatte man trotzdem nicht. Deswegen steht hinten auf der Klimapaket-Postkarte, steht hinten drauf, Porto zahlt Empfänger. Also Sie, herzlichen Glückwunsch. Ja, denn das hören Sie ja immer wieder, dass jeder Einzelne was gegen den Klimawandel unternehmen kann. Viele kleine Schritte bewirken manchmal mehr als ein großer. Also das stimmt natürlich schon, streng genommen. Also beispielsweise im Urlaub kann ich nur an Sie appellieren, mal nicht das Kreuzfahrtschiff zu nehmen, sondern ganz altmodisch den Kreuz, Zug, was weiß ich. Oder fliegen Sie nicht. Ja, machen Sie das nicht. Ich fliege auch nicht, weil mir das wichtig ist. Würde ich niemals, ich fliege nicht. Das ist mir, natürlich, ich fliege nicht. Außer in Urlaub, klar. Aber ansonsten fliege, ja, wieso? Wie soll ich sonst da hinkommen? Ne? Aber das mache ich nicht. Und wenn ich dann mal fliege, dann empfinde ich aber auch sofort Flugscham. Ja. Das kennen Sie, dass man sich schämt zu fliegen. Na, gut, vielleicht, wenn Sie es noch nicht gehört haben, vielleicht aus dem Motto der Friedensbewegung noch Schwerter zu Flugscham. Sie wissen, wovon ich rede. Also, das jedenfalls sind super Sachen, diese kleinen Dinge, das sollten Sie alles tun. Aber Sie sollten auch nicht vergessen, dass gerade mal 100 Unternehmen weltweit verantwortlich sind für 73% aller industriellen Treibhausgasemissionen. Das hört man eher selten. Dabei ist da sogar ein deutsches Unternehmen dabei. RWE, da können wir stolz sein. Ja, RWE, der sympathische Mittelständler, der trotz Energiewende noch ganze Dörfer wegbaggern lässt, um da Braunkohle abzubauen. Ja. Braunkohle übrigens auch der offizielle Spitzname für das AfD-Parteivermögen. Überhaupt, diese 100 Konzerne, das sind alles fossile Energieunternehmen. Klar kann ich die jetzt als Privatperson boykottieren, aber wirklich was ändern wird sich erst in dem Moment, in dem die Politik die zum Handeln zwingt. Das ist so ein bisschen wie wenn, stellen Sie sich vor, Sie sitzen zu Hause in der Badewanne, ne, und plötzlich kommt Ihr dicker Nachbar rein. Sie wollen natürlich das Wasser ablassen, aber da setzt der sich in die Wanne auf den Stöpsel. Das Erste, was passiert, der Meeresspiegel steigt, klar. Und Sie sagen, Mensch, sag mal, könntest du vielleicht aufstehen wieder, dass ich das Wasser ablassen? Und er sagt, ich aufstehen. Oh, das wäre aber wahnsinnig umständlich. Nimm doch lieber diesen Kaffeelöffel und schub das Wasser eine Kelle nach der anderen raus. Denn viele kleine Schritte bewirken manchmal mehr als ein großer.